Frau Bürgermeister, Sie sind jetzt 100 Tage im Amt. Wie fällt Ihre erste Bilanz aus? Haben Sie sich das Amt so vorgestellt oder ist es ein bisschen anders? Es ist wahrscheinlich doch eine Spur intensiver, als ich in meinen kühneren Träumen mir vorgestellt habe. Aber nachdem ich grundsätzlich ein fleißiger Mensch bin, kriege ich das auf die Reihe. Und war es immer schon eine Überlegung für Sie, Bürgermeisterin zu werden oder war das mehr aus der Not der Partei heraus? Dass die Situation in Schwechat im Moment nicht einfach ist, wissen alle, die sich ein wenig dafür interessieren. Trotz alledem war mein allererstes Credo, wenn ich gefragt werde, dann nehme ich es mit Stolz und mit einem großen Gefühl von geehrt zu sein entgegen und nicht als ich tue mir das an. Mein Plan war es gar nicht. Ich habe mich ja erst vor einem Dreivierteljahr selbstständig gemacht und habe auch 2 Tage vor meiner Ernennung eine zweite Buchhandlung aufgesperrt. Das heißt, mein Lebensplan war ein ganz anderer. Ich habe tatsächlich mir gewünscht, in den Gemeinderat einzuziehen, weil ich einfach mehr Innensicht, mehr politische Innensicht mir gewünscht habe. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich aus dem ganzen absoluten Hinterhalt reingeschossen worden bin. An der Spitze hat sich ein bisschen was getan, was dafür gesorgt hat, dass halt die erst beiden Gereihten nicht zum Zug kommen werden. Dann waren 2 Kollegen, die aus privaten und beruflichen Gründen Anfragen in die Richtung sehr schnell abgeschmettert haben. Und dann war es nicht so unlogisch, an mich heranzutreten. Wie gesagt, mein persönlicher Plan war es nicht. Aber es ist mir total wichtig, dass ich nach außen trage, dass ich dieses Amt mit Stolz und Freude angenommen habe. Und das ist auch nach 100 Tagen noch so. Jetzt zurück zur Politik. Wie funktioniert denn jetzt die Zusammenarbeit mit den Grünen, mit denen die SPÖ jetzt erstmals koalieren muss? Also nachdem sie überhaupt koalieren müssen, nach einer Niederlage, nach der Wahl. Ist das so, wie man sich es vorstellt? Klappt alles hervorragend? Ich bin mit wenig Vorstellung reingegangen, weil für mich der Status quo, und das ist, betone ich auch immer wieder, der ist, ich sage, am 9.3.2015 hat mein öffentliches Leben mit Schwechat begonnen und das war gleichzeitig einerseits für mich ein kompletter Neustart in einem Metier, in dem ich nur sehr bedingt zu Hause war und gleichzeitig hat sich diese Zusammenarbeit mit den Grünen ergeben. Ich versuche es auch in meinem Kopf nicht als wir mussten mit den Grünen. Ein Fakt ist, dass wir mit den Grünen eine Mehrheit haben. Ich bin sehr stolz darauf gewesen, dass wir damals in kürzester Zeit ein sehr brauchbares Arbeitspapier zusammengebracht haben. Und die Zusammenarbeit ist durchaus wohltuend. Natürlich gibt es da und dort Ecken, weil wir halt aus 2 verschiedenen Parteien kommen. Wenn das nicht so wäre, könnten wir eine sein. Aber wir gehen mit großer Wertschätzung miteinander um. Und bis dato finden wir gemeinsame Lösungen. Also wäre es mit den Freiheitlichen theoretisch auch möglich gewesen oder war das für Sie ein Punkt, der eher, woran es gespießt hat, einfach an den Personen? Meine ganz persönliche Einschätzung, ich bitte das zu respektieren, ich könnte und wollte mit dieser FPÖ nicht zusammenarbeiten und wäre dafür auch nicht zur Verfügung gestanden, was nicht bedeutet, dass wir nicht jetzt sehr bemüht und auch durchaus reflektiert von diesen Leuten, von dieser Partei, eine gute Zusammenarbeit anstreben und auch pflegen. Ich kann mit denen gut, aber mit der Ideologie, die hinter dieser Partei steht, möchte ich persönlich nicht zusammenarbeiten. Aber welches Problem ist für Sie am schwierigsten, das zu lösende von den ganzen, die jetzt anstehen? Gefühlt ist das Multiversum meine größte Baustelle. Es sind trotz alledem heute 100 Tage. In diesen 100 Tagen haben wir 3 verschiedene Experten gesucht, gefunden, beauftragt und die sind bereits am Arbeiten. Und erst wenn wir wirklich von allen dreien das Endprodukt ihrer Arbeit haben, werden wir uns intensiv damit auseinandersetzen, wie wir damit umgehen. Wir haben in der Zwischenzeit einen Arbeitskreis installiert, der mit allen Parteien besetzt ist und auch unterstützt wird, sowohl von der Verwaltung als auch von den Experten, die dort arbeiten, wenn das gewünscht ist. Und wir wollen wirklich trotz der Notwendigkeit, schnelle Entschlüsse zu fassen, gerade in diesem sehr heiklen Bereich, den richtigen Weg einschlagen. Und dazu muss man sich schlau genug machen, um dann kompetent entscheiden zu können. Ich finde, über Recht und Unrecht
haben Menschen zu entscheiden, die ein Jus-Studium hinter sich haben und dementsprechend ausgebildet sind. Es ist nicht mein Anspruch, über Recht und Unrecht meiner Vorgänger zu urteilen. Und da ein Punkt, den mich nur interessiert, es gibt auch Überlegungen, dass man Schwächer der Familien Silber verkaufen würde, zum Beispiel die Rotmühle oder was. Ist das ein Ansatz quasi, um Geld zu lukrieren, oder sollte man das eher hintanstellen? Ich bin jetzt persönlich ein großer Freund der Rotmühle und ich sage auch offen und ehrlich, es gab eine einzige Anfrage zu diesem Thema, die ich meinem Bauchgefühl entsprechend nicht allzu ernst genommen habe. Und das steht für mich ganz bestimmt nicht an erster Stelle. Warum gibt es so wenige Wohnungen in Schwechat, die sich Alleinerziehende leisten können? Das Hauptproblem ist nicht, die Genossenschaften herzubekommen, sondern die Förderungen vom Land zu bekommen, um leistbaren Wohnraum bieten zu können. Ich bin sehr bemüht darum, die Kontakte zum Land möglichst harmonisch und freundlich zu pflegen und dort vielleicht auch ein paar neue Türen aufzumachen. Im Moment ist es so, dass das mit den Förderungen sehr holprig läuft und dementsprechend die Wohnungen nicht so günstig sein können, dass wir unsere Wohnwerberliste oder eben solche Fälle bedienen können. Das liegt nicht daran, dass wir daran reich werden, weil wir verdienen daran nichts. Wir verhandeln sehr hart um jeden Euro. Das wird ja nach sozusagen Quadratmeter, Euro pro Quadratmeter sozusagen, da gibt es halt einen Schlüssel. Und es ist wirklich mühsam, weil die Bauherren müssen ihre Kosten reinbringen, das ist auch verständlich. Und dann kommen wir, wenn wir nicht gefördert Wohnbau schaffen können, auf ein Preisniveau, dass man sich zum Beispiel alleinerziehend mit Kind nicht oder nur ganz schwer leisten kann. Im Übrigen, und das sage ich jetzt sehr flapsig, hoffe ich einfach darauf, dass die Leute mir glauben, dass ich einer von ihnen bin, weil ich einfach signalisieren möchte, dass ich, auch wenn ich jetzt im Bürgermeisterbüro sitze, einfach ein Mensch derer bin, die hier leben und die für die Lebensqualität von Schwechat stehen. Und das hoffe ich und denke ich, dass ich auch rausbringe.